Guckt euch gerade dieses Bild hier an. Ja. Was sagt ihr das? Naja, im Moment noch nicht sonderlich viel. Ich schaue es erst seit 3-4 Minuten an. Es ist sehr überladen. Kannst du uns vielleicht beschreiben, was du da so siehst oder was dir sehr stark ins Auge fällt? Ja, Gewalt, Aggression, Perversion, Sexismus. Ja, hauptsächlich. Gehört sowas deiner Meinung nach auf eine Weltkunstausstellung? Ja. Warum? Ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, ich sehe es mit anderen Augen, wie manche andere Besucher wahrscheinlich. Mich stört es nicht weiter. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es kontrovers ist, ja. Habe ich selber von einer Kollegin gehört, dass sie es doch sehr gestört hat, Genitalien zu sehen auf einer Leinwand. Aber, naja, was erwartet man auf einer modernen Kunstausstellung? Also, bitte. Was denkst du denn, warum der Künstler solche Bilder malt? Ich denke, wie jeder andere Künstler, hat er sich auf eine gewisse Richtung spezialisiert und das. Also es ist jetzt das dritte Bild, das ich heute von ihm sehe. Heute überhaupt zum ersten Mal. Und sie ähneln sich alle irgendwie einfach in ihrer aggressiven Grundstimmung, die trotzdem irgendwie lustig sind, finde ich. Aber naja, ist ein Markenzeichen auch ein Stück weit. Was denkst du, warum er die malt? Das können eine Menge Sachen sein. Es können persönliche Begierden sein, sich auszudrücken, keine Ahnung, irgendwie sowas. Schocken. Was schockiert dich denn? Mich schockiert gar nichts. Was gefällt dir? Dass es so überladen ist, dass ich hier stundenlang stehen könnte und mir jedes Mal was Neues finden würde, weil es echt ziemlich überladen ist und es ist echt lang, echt groß, da passt eine Menge drauf. Und Hast gerade erst was Lustiges. Was ist denn lustig zum Beispiel? zum Beispiel die Pose von dem Mann, wie er mit seinem Elefantitisbein kniet, pinkelt und einen Blumenstrauß hinhält. Das finde ich lustig, irgendwie. Auch wenn es sehr ekelhaft ist, aber ich finde es lustig. Irgendwie. Weil es was, ja, ich weiß es nicht. Ich denke mal, es soll irgendein Spiegel der Gesellschaft sein oder sonst irgendwas. Machen ja solche Künstler gerne, die provozieren wollen. Und naja. Also insgesamt, welche Bewertung gibst du diesem Kunstwerk? Diesem was? Diesem Diesem Kunstwerk? Kunstwerk? In Punkten? 10 von 10 oder wie? Egal, Ja, jeden. ich würde ihm 10 von 10 Punkten geben. Gefällt mir doch sehr gut. Ja. Vielen Dank. Bitte sehr. Das ist eine Darstellung der Folter, unter der viele Menschen gelitten haben. Wie kommen Sie darauf? Und der durch diese Figur, die da liegt, der die Füße abgeschnitten sind. Was Quant das damit zu tun hat, kann ich jetzt nicht so genau erkennen. Aber das. Und auch Hammer und Sichel über diesen Pokal. Ja, es ist eben einfach das Traurige in der Welt. Was hat das mit Kunst zu tun? Ja, dass wir darüber nachdenken, dass der, der es betrachtet, dass es dem bewusst wird. Der hat es eben verarbeitet und ich vollziehe es nach. Hast du was zur Documenta dieses Jahr? Ja, ich finde es schon ganz gut, dass es was Figürliches ist, wo man sich was vorstellen kann. Und gemalt ist es. Die meisten sind ja nicht gemalt, die meisten Sachen, die hier sind. Ist das dann auch was Besonderes, dass es sogar noch gemalt ist, anstatt vielleicht eine Collage oder vielleicht ein Video?
ja, es macht, ist vielleicht mehr Auseinandersetzung. Der Künstler muss da sich noch mehr reindenken und das umsetzen. Seine Bilder eben darstellen im Einzelnen. Und es ist nicht so einfach, wie das nur abzufotografieren. Das andere ist mehr wie so ein Geistesblitz, den man vielleicht darstellt in einem Foto oder so. Und das ist was Gestaltetes. Gibt es irgendwas in dem Bild, was Sie besonders anspricht oder vielleicht sogar abstößt? Abstoßend ist natürlich das ganze Bild, aber das soll es ja auch sein. Ist es vielleicht sogar provozierend für den Betrachter? Ja, vielleicht durch den Rahmen, der außen rum ist und was in dem Rahmen drin ist, entspricht nicht dem Rahmen, dem, was drumherum ist. Vielen Dank. Bitte. Was fällt einem denn auf den ersten Blick eigentlich auf? Dem ersten Blick? Ja, natürlich sieht man gleich Sachen, die mit Nacktheit, Sexualität zu tun haben. Ja, das sieht man gleich. Ich meine, das ist natürlich etwas, was man schnell sieht. Und da muss man richtig gucken, um zu denken, ja, was will man damit sagen? Und ich glaube, dass man da mehrere Ideen überhaupt haben kann. Welches Gefühl haben Sie denn als erstes gehabt, als Sie das Bild gesehen haben? Man muss sich eben Zeit nehmen. Das Gefühl hat man, um richtig hinzugucken und zu greifen, was man meinen will. Und dann denke ich, dass es noch nicht einfach ist, um das alles zu begreifen, was der Künstler sagen wollte. Wie wichtig sind solche Bilder auf einer Kunstausstellung wie der Documenta? Ich glaube, dass es für viele Leute sehr wichtig ist, ja. Um mit so einer Fantasiewelt konfrontiert zu werden. Und so wie ich sagte, man kann es durch Bücher, durch Filme, durch Dokumentare, durch Reisen, auf alle mögliche Weise kann man inspiriert werden oder die Batterie aufladen in seine Gedanken. Aber man kann es auch durch ein Gemälde. Es sind viele Möglichkeiten, um inspiriert zu werden, denke ich. Vielen Dank. Ja. Was fühlt ihr, wenn ihr dieses Bild seht? Schmerz ein bisschen, ja? Ne? Genau, Schmerz, ja. Aber warum? Ja, naja, nur. Weil die alle so schmerzverzerrte Gesichter haben. Skurril halt, auf jeden Fall. Mhm. Ja, Gefühl, wenn wir das Bild sehen. Um was geht's denn hier in dem Bild? Worum es in dem Bild geht? Skurrile Sexpraktiken. Ja. Schätze ich mal. Wir haben keine Ahnung. Also worum es geht, ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, was der Künstler wirklich bedacht hat. Konntet ihr euch noch nichts erarbeiten? Oder? Nee, wir sind ja gerade mal zwei Minuten. Nee. Aber also, es gibt ja noch andere Bilder von dem Künstler, glaube ich. Ja, ja, genau. Und die sind ja alle so ein bisschen sexuell angehaucht. Sexuell angehaucht. Ein bisschen pervers schon. Auch in andere Richtungen pervers, ne? Ist das wichtig, dass Kunst so ist? Nö. Wichtig ist das nicht, aber ich würde es nicht unbedingt als Kunst abtun. Ich finde es schon interessant und schon künstlerisch. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die ich, fragen muss, ob das Kunst ist oder einfach nur Teppich. Ich weiß nicht. Halt. Also nee, klar, vielleicht hat der Künstler sich auch damals bei gedacht, aber damit keine Führung teilnehmen, halt so finde ich das schon eher Kunst auf jeden Fall. Was meint ihr, warum so ein Künstler sowas macht? Ja, provozieren vielleicht. Wen euch? Uns? Ne, uns provoziert er damit nicht. Ich glaube, gewisse Vorurteile vielleicht. Welche? Alles in eine Ordnung reindrücken zu müssen vielleicht, in eine Regel. Ja, also, weiß ich nicht, was sexuell. Jemanden die Beine abhacken? Oh, jemanden die Beine abhacken, ja. Ich meine, es gibt manche, die meine Vorurteile, dass andere Menschen aufessen und die wollten das dann auch noch. Also, ja, und dann vielleicht nur einfach abschließend, passt das denn auf die Dokumente? Es ist anders als viele andere Kunstwerke hier. Es fällt völlig aus dem Rahmen, aber es passt schon, finde ich. Ja, ich habe es mir schon ein paar Mal angeguckt und muss sagen, ich wollte eigentlich heute mich von der Documenta verabschieden, habe ich gedacht, gucke ich mir auch das nochmal an. Künstler denkt sich ja irgendwas bei, ne? Ich habe mal was gehört von sehr zerrissen im Ganzen und Probleme wohl auch. Also ich
So ganz genau, ich kann es nicht so ganz deuten, aber es ist eben, die Kunst ist sowieso weitläufig. Ne? Ich finde es zwar ein bisschen gewagt, aber naja, nun, jedem das seine. Was ist denn Ihrer Meinung nach an dem Kunstwerk gewagt? Na, gewagt, so die offene Darstellung jetzt, das erigierte Glied, meinetwegen bei einem, er pischt da in so ein Bierglas, das finde ich nicht so schön. Ich habe für alles Verständnis. Ich habe für hetero, homo, lesbisch, alles okay, wenn sich zwei Menschen einig sind. Aber das so das stört mich, stört mich nicht, aber ich könnte mir denken, dass viele, viele Muttis oder Lehrerinnen da einige Fragen über sich hergehen lassen. Das brauche ich zum Glück nicht. Ich muss es niemandem erklären. Aber jetzt sagen Sie, gehört das Kunstwerk hier für die Dokumente oder brauchen Sie so ein Kunstwerk nicht auf der Dokumente? Also es gibt ja mehrere Bilder von ihm. Ich meine, Malerei, Kunst gehört alles schon dazu. Also ich persönlich brauche das nicht unbedingt. Aber ich akzeptiere das. Der Kurator sucht aus, wie auch immer, ne? Der Künstler malt. Das ist ohnehin eine Geschmackssache. Können Sie sich vorstellen, welcher Hintergrund besteht, solche Bilder zu malen? Naja, mit Sicherheit irgendwo Probleme vielleicht, die im Menschen vorgehen. Irgendwas, was er... Auch hier ging es ja auch darum, war das nicht auch... Ach nee, das ist das andere Bild mit Australien, mit den Auswanderern. Ne? Ja, irgendwie schon zerrissen, denn ich meine, hier sind abgehackte Füße drauf und da scheint der Teufel den Hund dazu bearbeiten. Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht so weit in den Künstler reindenken, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich meine, es ist schon sehr interessant und ist ja auch jeder und ist schon irgendwie, guckt sich's an, eines betreten, der andere sagt, okay, geht weiter, das ist so mal. Ist das Kunst für Sie? Also ich bin gern nach Wilhelmshöhe gegangen, muss ich sagen, und habe da die alten Meister und auch die neuen Sachen verglichen. Das hat mir, ich meine, Malerei ist immer Kunst, finde ich mehr Kunst als ja, was soll ich sagen? Es gibt ja Sachen, wo ich sage, das ist keine Kunst. Oder auch, was mich zum Beispiel gestört hat, das war die Malerei von dem Herrn Friedel, die Kinderbilder, die habe ich zu Hause auch noch liegen von meinen Kindern. Die Tochter fing auch an, Striche und fünf kleine Striche war die Hand. Ne? Aber in irgendeiner Weise ist es schon Kunst. Was ist, macht es halt aus, ob ein schönes Bild. Nur, was so ein Genuss für mich ist, irgendwas was Schönes, ein schönes Stillleben. Oder was ich also herrlich finde, wenn die alten Meister so diese Kragen gemalt haben und die wunderbaren Ärmel der Faltenwurf, das sind also Bilder bei, gerade im Schloss Wilhelmshöhe. Das ist für mich angenehmer, will ich mal sagen. Da nehme ich mehr mit als hiervon. Ist es Ihnen angenehmer, weil es nicht so offensichtliche Darstellungen von Obszönitäten oder so hat? Oder warum? Wahrscheinlich. Das habe ich mich noch nicht so hinterfragt. Also, ja. Haben Sie denn persönlich Schwierigkeiten, wenn man Geschlechtsteile oder nein, solche Sachen nein. zeigt? Nein, wenn so anständig gemalt sind, nee, warum? Das gehört überall dazu. Und ich finde auch schlimm, wenn einer da nicht das malt. Ja? Ich fand immer schlimm, dass die Schaufenster so neutral waren, in so umgezogen. Und nein, habe ich keine Schwierigkeiten mit. Nur das hier, das, ich weiß nicht, das, er muss Schmerzen haben, so ein Feuer da drumherum und er sitzt, ich meine, das ist ja alles wahrscheinlich auch ganz natürlich in einem anderen Bereich, dem ich halt nicht angehöre. Aber diese abgehackten Füße, also nee, Schwierigkeiten nicht, sonst wäre ich ganz schnell hier verschwunden. Vielen Dank. Bitteschön. Sagen Sie aber nicht, dass das irgendwo gezeigt wird. Ja, das ist, nein. Nur so für die Wissenschaft. Ja, natürlich. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen. Ja, tschüss. Aber selbst das wäre nicht so schlimm. Wäre nicht so schlimm, gell. Das ist ja ehrliche Meinung. So sehe ich das auch. Danke Ihnen. Tschüss.